Mein Name ist Salim Merzer, ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem Nordirak. Ich wohne momentan in München Nord, im Bezirk Milbershofen am Harz. Also 2007 sind wir von Irak nach Syrien geflohen. Wir sind eigentlich eine syrische Minderheit und wir sind da nicht willkommen. Das war eigentlich, die Lage in Irak war sehr gefährlich. Und so haben wir uns beschlossen, nach Syrien zu fliehen erstmal. Und mein Vater ist dann 2008 nach Deutschland geflohen. Wir waren dann alleine 3,5 Jahre in Syrien, 2 Jahre in Nordsyrien und danach in der Hauptstadt in Damaskus. Ich hatte in Syrien nicht die Chance dazu, irgendwie in die Schule zu gehen. Also ich war in der 3. Klasse, da habe ich sehr viel Streit gemacht. Dann gab es einfach zu viel Stress in der Schule mit den Lehrern, auch mit den Mitschülern. Dann hatte meine Mutter zu viel Angst, hat gesagt, okay, du darfst jetzt nicht mehr in die Schule gehen. Und nach 2 Jahren sind wir nach Damaskus gegangen und dort war die Gegend einfach viel zu gefährlich. Die Jugendlichen dort waren immer mit Messern bewaffnet. Und da bin ich einfach weiterhin zu Hause geblieben. Und dann haben wir erst sehr spät eine Nachricht von meinem Vater bekommen, dass er hier angekommen ist. Und mein Vater hat einen Antrag gestellt, auf, dass wir nachkommen nach Deutschland. Und dann war ich 2010 am 3. April in Deutschland. Ich habe da eine Erinnerung. Ich habe mir eine Doku angeschaut in Syrien. Die ging über den Aufbau von Allianz Arena. Da sind sie mit der U6 über die Brücke zur Allianz Arena gefahren. Und dann ungefähr 2 Jahre später war ich in dem gleichen Zug und bin genau in die Richtung Allianz Arena gefahren. Und das war für mich irgendwie mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich war in einem sicheren Land. Und ich war wieder mit meiner ganzen Familie zusammen. Und das war eigentlich wunderschön. Ja, natürlich. Also die Freude ist natürlich da, dass man jetzt endlich geschafft hat, nach Deutschland zu kommen. Und dass man auf die Schule gehen kann und das alles. Und ich würde sagen, die Schwierigkeit war danach, also die andere Seite der Medaille war dann die Integration. Ich war alleine in einem neuen Land mit einer neuen Sprache zwischen fremden Leuten und muss jetzt irgendwie klarkommen. Mir ging damals persönlich nicht so gut. Ich war nicht wirklich da. Ich habe an die Vergangenheit nachgedacht. Ich habe gedacht, ja, wieso hat mein Vater mich verlassen? Und das war alles für mich schwer zu verstehen, dass er das für uns getan hat, damit wir eine bessere Zukunft haben. Auch in der Schule kam ich mit den Mitschülern aus allen anderen Klassen nicht so gut zurecht. Wenn man sich nicht verstanden hat, gab es irgendwie einfach Streit oder Schlägereien. Ich erinnere mich, dass ich oft beim Streitschlichter war. Ja, später bin ich dann selber ein Streitschlichter geworden. Also in der 7. Klasse begann dann das Projekt Querpass Zukunft. Ich hatte da auch einen neuen Lehrer, der hieß Herr Meyer. Und mit seiner Unterstützung und mit der Unterstützung von Querpass Zukunft haben wir gelernt, miteinander besser umzugehen, dass man auch anders Probleme regeln kann. Teamwork, jeder muss einmal den Ball haben. Unser Ziel war, dass wir ein Turnier, also ein Straßenfußballturnier auf die Beine stellen sollten. Und dann haben wir uns alle gemeinsam getan und nachgedacht, okay, was braucht das Turnier? Dann haben wir uns in verschiedene Gruppen geteilt. Ich war bei der Gruppe Organisation dabei und Moderation. Da habe ich mal geschaut, dass man einen Spielplan einrichtet, dass man moderiert, wann das Spiel beginnt, das Spiel endet, dass man die Leute interviewt. Jo, jetzt sind wir am Ball. Heute sind wir in München, in der Mittelschule an der Schleißheimer Straße. Heute es war etwas Neues. Es war nicht nur trockenes Lernen in der Schule. Wir haben da Energie reingesteckt
und es hatte einen Sinn. Und das Schönste ist dann an dem Tag, wenn du siehst, dass es läuft, dass die Kinder einfach eine Lächeln auf dem Gesicht haben. Das hat mir sehr geholfen, mich in der Klasse recht zu finden. Ich hatte Spaß, dann in die Schule zu gehen, mit meinen Mitschülern wieder da zu sein. Für mich war die Klasse dann irgendwie wie eine Familie. Es war für mich ein Ort, wo ich gerne dahin gegangen bin. Ich habe auf einmal gelernt, mehr Selbstvertrauen zu haben, gelernt, dass ich Sachen schaffen kann. Das alles hat mich glücklicher gemacht. Das war sozusagen der Wendepunkt zum Besseren. Also man macht mit den Projekten mit, man konzentriert sich nicht auf seine Entwicklung. Erst später, wenn man sozusagen rückblickend nachschaut, kann man sehr gut feststellen, da lernt man Verantwortung zu übernehmen, da lernt man eine Gruppe zu leiten, da lernt man, wie man eigentlich mit den Menschen so umgeht, dass sie sich nicht unwohl fühlen. Und das alles hat mich mehr gestärkt, weiterhin mich für andere zu engagieren. Ich bin jetzt auf meiner neuen Schule Klassensprecher und Schülersprecher geworden. Auch außerhalb der Schule, im privaten Leben, also mit meiner Familie, habe ich gelernt, mit meinen Geschwistern besser umzugehen. Ich merke auch bei meinem kleinen Bruder selber, wenn er mal in schwierigen Situationen ist, viel für die Schule machen muss, dann sage ich zu ihm, okay, komm, wir machen das gemeinsam und das schaffst du. Und das merke ich, das hilft ihm wirklich. Und jetzt mache ich auch mit Ekiko die Camps mit den kleinen Kindern, also 1. Klasse bis 4. Klasse. Wir haben da auch viele kleine Kinder, die geflohen sind, also Flüchtlinge da. Vormittag machen wir mit den Kindern Lern- und Sprachspiele. Und am Nachmittag gibt es dann ein Sportprogramm. Da zeige ich denen, was Straßenfußball eigentlich ist. Es geht darum, dass man Spaß hat und spielerisch lernt, miteinander besser umzugehen. Und das alles habe ich gelernt durch meine Erfahrung beim Querpass. Und jetzt bin ich sozusagen in der Rolle, meine Erfahrungen und was ich gelernt habe, weiterzugeben an die Kleineren. Mein Lebensmotto, was ich aus meiner Zeit in Deutschland insgesamt herausgezogen habe, ist, nicht aufzugeben. Und das wäre sozusagen mein Tipp auch an die Leute, die zum Beispiel neu in Deutschland sind, dass sie durch die Schwierigkeiten nicht gleich aufgeben sollen. Oft fühlt man sich als Außenseiter, alle Gefühle, die irgendwie unsicher machen, du bist anders, du gehörst nicht dazu. Und man muss da sich herauskämpfen, dass man durch die Niederschläge noch stärker wird. Wenn ich jeden Abend versuche zu lesen, wenn ich versuche auf Deutsch mit anderen zu sprechen, wenn man versucht, das mal monatelang zu machen und dann kommt der Moment, dann langsam sieht man auch, dass man jetzt sich nicht mehr so fühlt und die Lage wirklich nicht stimmt. Also in der 7. Klasse, ich habe mich für die M-Klasse, das ist so die mittlere Schulreife, entschieden. Dann habe ich fleißig dafür gelernt. Ich hoffe, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich habe dann mit 1,4 Durchschnitt geschafft, meinen mittleren Schulabschluss. Und jetzt bin ich in der 11. Klasse an der Fachoberschule. Das ist eine technische Fachoberschule und mittlerweile läuft es auch ganz gut. Die Zukunft steht für mich offen. Mein hehres Ziel ist zuerst, meine Fachabitur zu schaffen. Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, die 13. zu machen. Dann habe ich auch mein allgemeines Abi. Und danach
mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall habe ich mir sozusagen im Kopf gesetzt, zu studieren, vielleicht Bauingenieur oder auch Lehrer. Ich bin da zwischen zwei Schienen, zwischen dem sozialen Bereich und dem technischen Bereich. Und ich glaube, ich nehme einfach die ganzen Erfahrungen mit und am Ende kann ich dann für mich selber entscheiden, okay, das gefällt mir, das werde ich machen.